Ja, dann mach mal auf, Sandman. Nice. Okay, ich hab die Startcodes. Overlord, hier Metal 01. Schicke Checkpoint Neptune. Over. Verstanden, 01. Bestätige Neptune. Ich habe den Raketenschlüssel und greife jetzt auf die Startcodes zu. Koordinaten folgen. Tango, Whiskey, 05-6628. Koordinaten bestätigt. Feuer auf russische Flotte in 30 Sekunden. Frost. Die Konsole. Welche Konsole? Die Konsole. Dankeschön, mein Freund. Verstanden. Zielteam in Evakuierungsposition. Los, los! Und raus hier. Frost, gib Gas. Raketenabschuss. Jetzt kann man mit der WSD feuern. Feuern sag ich, fahren. Jo, ich bleib am Boot dran. Aber wenn du schön schießt, Sandman. Wow, 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 wow. Ah. Nicht mit mir, mein Freund. Jojojo. Bin schon da. Bin ich doch, oder? Oder bin ich jetzt dran vorbeigefahren? Scheiße. Hä? Wollen die jetzt von mir? Ach, ich soll hinten reinfahren. Sag das doch. Overlord, Mission erfolgreich. Alle Igel sind sicher. Verstanden, Metal 01. Raketenangriff auf mehrere russische Ziele in Ihrem Gebiet bestätigt. Alle Primärziele neutralisiert. Gut gemacht, Team. Das war ausgezeichnet. Schönen Tag, Overlord. Schon wieder ein Erfolg. Ganz schön nass. Alle verbündeten Einheiten. Wir sind nicht mehr in der Defensive. Ich wiederhole, sammeln und angreifen. Hier ist ODA Foxtrot. Die Russen brechen den Angriff ab. Wir schlagen sie in die Flucht. Hinter dem Mantel des Krieges gab es immer noch Russen, die Makarows Wahnsinn ablehnten. Männer, die bereit waren, sich der Flut zu stellen. Preis, wir haben Lebenszeichen, aber sie sind schwach. Soap schafft es nicht ohne Versorgung. Er ist ein harter Hund, er packt das schon. Wir erfassen anrückende Signale. Wir bekommen Besuch. Es ist Makarov, er will es hier beenden. Wer ist unser bester Mann? Yuri, Ex-Besnas. Der einzige, den ich kenne, der Makarov noch mehr hasst als Sie. Holen Sie ihn. Sie benutzen die Kammlinie als Deckung und fliegen von Süden aus an. Woher wissen Sie das? Das würde ich tun.
Task Force. Yuri. Wir müssen Soap zum Hubschrauber bringen. Was ist das? Wow. Ja? Sind wir in Indien? Na, ganz toll. Juri, geh auf den Balkon in Stellung. Wir müssen dem Arzt Zeit verschaffen. Behalte den Hof im Auge. Balkon in Stellung. Sie sind in den Hof eingedrungen. Alle ausschalten. Wir müssen sie aufhalten, bis wir es auch bewegen können. Ja, ja, ich mache ja schon. Erfüllt. Helfen Sie so. Ja, ja. Welche Treppe? Ach, die Treppe. Ach, da hinten ist er noch. Wo ist denn der Depp? Hier soll ich folgen. Aber hier setze ich mich nicht hin. Alter. Ich finde immer noch die Maussteuerung scheiße. Sonst noch irgendwo jemand? Okay, die sind erledigt. Oh, meine Fresse. Na ganz toll. Jetzt auch noch Zivilisten. Oh. Alter!
Ey, der dreht sich immer sonst wohin. Bis zum Kotzen. Alter, da. Nee, wo denn? Und wo schießen die immer noch von da unten? Kann man da unten keine Granate reinwerfen? Gut, okay. War's das jetzt? Ich hoffe. Das war ein Fehler, da stehen zu bleiben, mein Freund. Alter, 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 Alter! Da lebt echt noch einer. Okay. Der Heli ist da entlang. Die Drohne kommt zurück. Die Waffen sind im Gebäude direkt geradeaus. Es sind zu viele zwischen uns und dem Hubschrauber. Nikolai, wir brauchen sofort die Fahrzeugdrohne. Gleich ist es geschafft. Durch das Gebäude. Bin schon am Start. Gerade mal das Auge. Moment. Folgen. Da unten erwartet uns doch bestimmt was. Oder nicht? Unbemannte Fahrzeugdrohne. 2 cm dicke Panzerung. Minigun und Granatwerfer. Die Steuerung ist auf Russisch. Dein Job, Juri. Da, das machen wir schon. Schön. Die Minigun durchschlägt sogar Wände. Das gefällt mir. Das ist ein schönes Spielzeug. Weg.
Na, meine Freunde, wollt ihr mitspielen? Hä, wo denn? Schade. Alter, wie viel Munition hat denn das Ding bei sich? Ist ja krass. Ja, ja, ich mach das schon. Das Ding ist eigentlich ganz nett. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ich müsste nur gerade mal ein Stückchen zurückgehen. Das sah nämlich schlecht aus für uns. Huch, sorry. Fuck. Jo, mach ich. Wow. Ach, du Scheiße. Weg da. Ah, fuck. Muss ich ja auch noch rumrutschen. Nein. Halt dich doch irgendwo fest. Sehr gut. Oh, wo sind meine Leute? Da ist er! Da ist Juri! Gut, wir brauchen ihn. Wir schnappen uns mal Karoff. Wer zum Teufel ist denn Juri? Na, ich bin Juri. Es heißt im Krieg. Carpe diem. Sei die Wahrheit immer das erste Opfer. Aber wer definiert, was wahr ist? An Bord der Maschine sind Präsident Wachowski und seine Tochter. Er fliegt nach Hamburg, um mit NATO-Delegierten einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Doch viele Russen geben immer noch Amerika die Schuld für das Flughafenmassaker. Es ist die Pflicht jedes Soldaten, die Unschuldigen zu beschützen, auch wenn das bedeutet, die Lüge von Gut und Böse aufrechtzuerhalten. Dass Krieg nicht einfach nur natürliche Selektion in großem Maßstab ist. Doch wie es aussieht, könnte endlich wieder Frieden auf der Welt herrschen. Die einzige Wahrheit ist, dass wir in einem riesigen Pulverfass leben. Es braucht nur jemanden, der das Streichholz entzündet.